königlicher Auftritt beim ehemaligen Erzbischof von Kapstadt Desmond Tutu und seiner Frau Lea. Herzogin Meghan und Prinz Harry hatten bei ihrem Besuch beim Friedensnobelpreisträger in der südafrikanischen Metropole Kapstadt auch ihren 5 Monate alten Sohn Archie dabei. Der Besuch in Südafrika ist für Meghan und Harry die erste offizielle Auslandsreise mit ihrem Sohn. Dabei ist auch eine Nanny, die sich um Baby Archie kümmert, wenn die Eltern verhindert sind. Nach dem, was man auf den Bildern zu sehen bekommen hat, hat sich Archie bei seinem Besuch bei den Tutus vorbildlich verhalten. Sichtlich interessiert und hellwach sitzt der königliche Nachwuchs auf dem Schoß seiner Mutter. Und das ohne Jammern und Wehklagen. Desmond Tutu und seine Frau jedenfalls konnte Archie mit seinem Auftritt entzücken, hieß es nach dem Treffen.